Hi und herzlich willkommen zu einem sommerlichen kleinen Mathe-Rätsel, bei dem es um fünf Quellen geht. Wir wissen hier nämlich über einen kleinen See, den wir da auch abgebildet sehen, dass dieser kleine See von fünf verschiedenen Quellen gefüllt wird. Jetzt liegt der See nach einem langen heißen Sommer aber erstmal trocken und die Quellen fangen alle gleichzeitig wieder an zu fließen, sodass die erste Quelle den See innerhalb von 30 Stunden alleine füllen könnte. Die zweite Quelle würde 2 Tage brauchen, die dritte 3 Tage, die vierte 5 Tage und die letzte 6 Tage. Wenn jetzt aber alle Quellen gleichzeitig wieder starten, wie lang braucht es dann, bis der See hier gefüllt ist? Schaut mal, ob ihr dafür einen guten Ansatz findet. Ist nicht ganz so einfach. Aber mit der Erfahrung, die ihr hier auf dem Kanal gesammelt habt, sollte das machbar sein. Ich habe das Ganze so gemacht, dass ich mir erstmal hier in der Skizze klar gemacht habe, was eigentlich passiert. Die erste Quelle würde ja 30 Stunden brauchen, um den See zu füllen. Die nächste 2 Tage, die nächste 3 Tage, die nächste 5 Tage und die letzte 6 Tage. Dann habe ich mir runtergerechnet, wie voll diese einzelnen Quellen den See jeweils in einem Tag kriegen würden. Bei der Zweitagesquelle ist das leicht. Ne? Wenn die 2 Tage braucht, um den ganz zu füllen, schafft sie in einem Tag einen halben See, also ein halber See pro Tag. Die nächste hier schafft dann dementsprechend einen Drittel See pro Tag. Die hier schafft einen Fünftel See pro Tag und die letzte schafft einen Sechstel See pro Tag. Nur bei der ersten ist es ein bisschen tricky, aber kann man mit Dreisatz zum Beispiel lösen. Wenn sie 30 Stunden braucht für einen ganzen See, dann kann man es ja runterrechnen und sagen, gucken wir mal mit geteilt durch 5 zum Beispiel, was sie dann schafft. Dann komme ich nämlich auf 6 Stunden und ein Fünftel See. Und dann weiß ich, die 6 Stunden brauche ich ja viermal, um auf den ganzen Tag zu kommen, also 24 Stunden. Also habe ich dann 24 Stunden, sprich einen Tag, als 4 Fünftel. Und das ist sozusagen 0,80% vom See. So, und das habe ich jetzt erstmal übernommen als 0,8 Seen pro Tag. Und dann habe ich mir überlegt, wie voll dieser See nach einem Tag wäre. Und die erste Quelle, die würde jetzt ja 80% füllen, also die würde 0,8 Seen da reinfließen lassen. Die nächste Quelle würde den halben See mit reingießen, die nächste ein Drittel, die nächste ein Fünftel und die letzte ein Sechstel. So, und wenn man das addiert, 0,8 plus ein halb plus ein Drittel plus ein Fünftel plus ein Sechstel, kann man auf den Hauptnenner bringen und so weiter, dann kommt da 0,8 plus 1,2 raus. Und das ergibt genau 2. Das heißt, wenn hier alle Quellen gleichzeitig losfließen, machen die innerhalb eines Tages den See sozusagen doppelt voll. Und das bedeutet automatisch, wenn innerhalb eines Tages der See zweimal gefüllt werden würde, dass die schon nach einem halben Tag den See wieder voll haben. Also, Antwort auf unsere Frage, wie lange dauert es, bis der See gefüllt ist? Es dauert einen halben Tag oder 12 Stunden. Das ist die Antwort auf die Frage. Und da musste man sich ja einigermaßen auskennen mit Bruchrechnung. Und genauso mit Bruchrechnung und Anteilen lässt sich auch das berühmte Rätsel der Scheichsöhne lösen. Da geht es um Kamele und wie die aufgeteilt werden. Guckt mal rein, sehr rätselhaft, funktioniert aber super schön. Und für ein anderes Rätsel, das auch in dieselbe Richtung geht, habe ich da oben was für euch vorbereitet. Ganz viel Spaß damit und wenn ihr mögt, bis ganz bald.